Was denn? Ah Gott! Eine Lacoste-Handtasche liegt da vor mir. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin der Lautschmar und es ist wieder Forest-Zeit. Und mit mir wieder die üblichen Protagonisten am Start. Der liebe Prokratis. Hallo. Juhu, ich habe mich extra schick gemacht. Hast du Pelzstiefel an? Absolut. Ich habe Pelzstiefel an. Das sieht aus wie von Dalmatiner. Ach, nein, das ist vom Hasen. Das ist wie der Fashion Week. Das ist wie der Fashion Week in Köln. Ich bin Warmblüter. Guck mal, der hat einen blutigen Schwanz. Das ist ein Krokodil. Was soll denn das? It's dead. Es ist Vater. So, gut. Ja, und natürlich auch der Flo von For You. Hallo. Juhu. So, ja, lang ist her. Nicht lang genug. Lang ist her, da es schon länger keine Forest-Folge mehr gegeben hat, haben wir gesagt, wir nehmen mal wieder auf, weil kam ja immer ganz gut an bei euch. Aus irgendwelchen Gründen. Weil wir dabei sind. Ja, wahrscheinlich. Weil endlich mal Premium-Content kommt. Ach so, die Fame-Bitches. Oh, guck mal, eine Wildsau. Da ist eine Wildsau. Wie geil. Also, irgendwo hört's auf. Also, erst sagst du, wir sollen hier mitmachen, dann beleidigst du uns. Also, Andi, ich würde sagen, wir gehen wieder woanders hin. Ja. Wir gehen woanders spielen. Ja. So. Es wird Zeit, wieder Barbaren zu sein. Da, hier, ihr könnt euch. Ja, gut, dann nehme ich's halt mit. Komm, ich nehme mal noch den Wildsaukopf mit. So, ja. Andi, machen wir eine Pause, der Markus hängt wieder hinterher. Man muss ja. Leck mich. Jedenfalls. Nachher, wenn wir fertig sind. Oh yeah. Ach komm, nee. Ja, so. Genau, weil, man muss ja dazu sagen, zwar habt ihr noch Folgen bekommen im. Wann war das? April, glaube ich, war das letzte Mal, wo was online kam von The Forest, aber das waren alles noch Folgen, die hatten wir tatsächlich im Dezember aufgenommen. Also unsere letzte, König der Welt! Ist richtig. Die letzte Aufnahme war tatsächlich am 23. Dezember, also einen Tag vor Weihnachten. Und jetzt, heute haben wir den 19.05., wo wir das aufnehmen. Heute starten wir wieder und ja, extra für euch gehen wir wieder in den dunklen Wald, stellen uns wieder den Kannibalen, ja, und so weiter und so fort. Also wir gehen zu einer Familienfeier von Markus. Sag doch einfach, wie es ist. Ist richtig. Weil es ja Sonntag ist, ne? Da geht man ja gerne mal auf Familienfeiern. Um so schöne Komplimente zu hören wie, boah, bist du fett geworden und sowas. Und ja, keine Ahnung. Andere schöne Anekdoten. Bist du gewachsen? Nee, aber er ist mir gewachsen. So. Achso, der Penis, hast du endlich einen? Es wird ja auch mal Zeit. Endlich, ja, ne? Das ist übrigens sehr mutig, dass ihr ja euch von mir führen lasst, weil ich habe in dem Spiel ungefähr 0,0 Orientierungssinn. Ja, Andi, du hast halt was von einem Führer. Irgendwie. Echt? Ja, da geht man gerne hinterher, auch wenn man keine Ahnung hat. Bären besser nicht essen. So. Ja, ich bevorzuge sowieso Eisbären. Ah ja, okay. Manche führen, manche folgen. Okay, dann können wir. Nee, das ist das große Loch. Tja. Ach, du suchst das große Loch? Das ist die Frage aller Fragen, ja. So, hier ist doch der See. Das ist der See. Kann es sein, dass die Welt jetzt irgendwie lebhafter ist? Ja. Ja, irgendwie schon. Also hier laufen auch so zwei Deppen rum. Den laufe ich schon die ganze Zeit hinterher. Ich will mal gucken, was da passiert. Ich komme mir vor wie in so einem Disney-Film. Überall Rehe und
Hasen und Vögel. Gevögelt wird auch, richtig. Kannibalen. Ach, hier ist noch ein Fluss, genau. So, dann geht der Fluss hier in den See, ne? Ja. Gut, dann weiß ich, wo wir sind. Dann sind wir hier. Ah, ja. Oh, guck mal. Hat sogar gelangt für mal kurz für eine kurze Schwimmanlage. Ja, hab's gerade bei dir gesehen. Ja. Sehr gut. Ach, jetzt kommen wieder die Erinnerungen an die Zeit aus dem Nichtschwimmerbecken hoch. Richtig, genau. Vorgestern. Ha. Nur da kann man richtig reinkacken, ohne dass sich jemand beschwert. Hä? Also ich hab die Orientierung verloren. Wo wolltest du überhaupt hin? Na, ich wollte in irgendeine Höhle. Andi ist wieder auf der Jagd. Auf Höhlenjagd. Ich bin halt Höhlenforscher. Bibel! Oder ein Satanisten. Oh nein, das ist es. Nein, warte mal, das war ein Anti-Christen-Christen-Camp. Oh, guck mal, das Kreuz ist falsch herum, das ist richtig herum. Also, ich wollte gerade sagen, oh nein, wir sind im Bibelcamp gelandet. Und schon fängt's an. Danke für diesen tollen. Na, guck mal, die haben auch eine Hasenfalle und haben auch nichts gefangen. Bist nicht der Einzige, der Bier, Markus. Ich sage euch, das ist eine Verschwörung. Die Hasen haben sich gegen uns verschwört. Die Hasen werden auch 2038 die Welt übernehmen. Wehe, du tötest Bambis Mutter. Töte Klopfer, der war das Arschloch. Weil er sich immer einen geklopft hat. Genau. Oh, guck mal da. Und da war Klopfer gerade eben. Ja, ich weiß, deswegen habe ich gesagt, er soll Klopfer töten. War eine Eidechse. Gab es bei Bambi eine Eidechse? Vielleicht als Stunt-Double. Ist aber schön, mal wieder Sightseeing mit euch zu machen. So ist es nett, ne? Also. Hey. Aja. 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 Aja, Reh. Ich rekapituliere. Ich will Bambis Kopf mitnehmen. Ey. Eyo, eyo. Den brauche ich. Für Dinge. Für Dinge, Igitt. Kann man schon vor. Kann man schon vorstellen. Ja. Ja. Ich will eine Handpuppe draus machen. Bitte schön. Für die Kinder. Ja, genau. So. Die waren ganz aus dem Häuschen. Knusper, knusper, Knäuschen. Dann mal weiter. Also, dafür, dass wir in Tiforis sind, ist ja ziemlich viel Land. Ja, wir irren hier auch so ein bisschen rum, weil ich keinen Plan habe, ne? Ach, guck mal da hier. Endlich mal wieder am Strand. Endlich wieder waschen, Markus. Habe ich schon vorhin gemacht durch das kurze Intermezzo da am Bach. Oh! Eine Sau, eine Wildsau. Wieso geht die Sau auf mich los? Ja, die wollte ich richtig bespringen hier. Schön. So, so eine Sauerei. Jawohl, Schlachtfest. Sind wir zwar ein bisschen spät dran. Wieso kriegen wir das einer? Oh Gott, die war schwanger. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, ja, ja. Ich hab's auch gerade gedacht. Die war schwanger. Wir haben einen schwangeren Eber getötet. Der hat zwei Köpfe fallen lassen. Ja, aber echt. Der hat zwei Köpfe eben fallen lassen. Vielleicht war es ein toter Zwilling, der noch so am Körper dran hing. Hä? Oh. Was machst du da mit der Sau? Das war eben weird. Ich wollte gerade mal die Axt wechseln. Auf einmal war an der Stelle auf einmal die Wildsau. Das musst du dir mal im Video angucken. Das sah gerade echt lustig aus, als hätte ich gerade die als Waffe die Wildsau gehabt. Ja, ich hab's so ein bisschen gesehen. Lautje, was ich noch sagen wollte, ne?
zum Thema Axt. Ah ja, ist ja, ja ein, also die Kletteraxt ist keine Waffe. Nur mal so nebenbei. Zur Not. Und ich kann damit keine Bäume hochklettern. Ich habe es gerade versucht. Deswegen nehmen wir jetzt wieder Geschwindigkeit. Ausrüsten. Jawohl. Wie kann ich denn das Feuer wieder weglegen? Das macht ja jetzt gerade überhaupt keinen Sinn. Linkes Steuerkreuz. Nee, damit kann ich nur wechseln. Ach nee, rechtes. Rechtes. Ja. Andi, ich glaube, wir sind ungefähr da, wo wir schon mal waren, als wir zu der Yacht wollten. Ja, du, ich hab, ich gehe hier einfach rum und suche einen Höhleneingang. Ja, da ist keine Höhle auf der Map. Ich hab irgendwie, also ich hab hier eine Map offen, aber die scheint nicht richtig zu sein. Oder ich bin zu blöd, sie zu lesen. Wie damals im Studium. Claudius Prokratis macht keine Fehler, Andi, merkt ihr das? Wie damals im Studium, Andi macht sich schick und ist auf der Suche nach einem Loch. Was für ein So. 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 Sag mal, wie viele Wildsäue sind denn hier unterwegs? Sag mal. Das ist die Palz. Oh, da ist Army. Ach, das ist der Markus, der da bei mir ist. Verdammt, wo ist denn Andi? Ah, da ist Andi. Hallo, Andi. Andi. Da vorne, Achtung, da vorne ist Army. In die Army now. Das sind zwei Amis. Ich will aber mal das Holz. Für jeden einen. Sehr gut. Sind aber zu dritt. Ich dachte jetzt eigentlich für Andi und mich, weil was machst du denn eigentlich, wenn wir kämpfen, hä? Ach, halt. Geht wieder auf alle Knie, so kenne ich ihn eher. Der hat mich hinterrücks angegriffen. So. Was haben wir denn dabei? So, nur das Beste. Ach, der ist auch noch am Start. Echt wie am Wühltisch. Wie viel? Ja, ja, für genau. Jeden ein bisschen Mutantenhaut. Packen Sie den Rest bitte ein. Das ist ein Buffet. Einpacken, habe ich gesagt. Markus Hofstadt. Jeden Tag. Ja, genau. So, Flo, wo müssen wir denn hin zu einer Höhle? Wieso muss ich denn jetzt? Du bist der, du bist unser Navigator. Ach du, ich bin halt zwei Stunden im Zoo mit einer Karte falsch herumgelaufen. Also die Karte war falsch. Der Navigator und wir verlassen uns hier auf dich. Es war auch ein schöner Film, der Navigator. Ich bin dann lieber ein Fan vom Alligator. Also hier waren wir schon mal, weil hier ist Feuer. Weiß ich nicht, das letzte Album fand ich nicht so gut. So, ach, das ist gut, ich hab gerade was. Bist du im Plan? Hat. Oh, du Scheiße! Oh, was ist denn das? Alter, ich komm, das nennt man Kannibale! Komm her! Oder, Achtung, da kommen noch mehr, ne? Sehr gut, ich hab Hunger! Oder die Weiterentwicklung, Kanni West. Hau irgendeiner mal den Markus um! Lass es aussehen wie ein Unfall! Ach, der Markus schafft. Achtung! Die werfen brennende Sachen wieder. Brennende Tennisbälle!
drin brennende Scheiße. Das sind ja nicht unbedingt Felder. Kannibalen sind ein bisschen kultivierter als aber, ihr. Aber ab und zu bei schnellen Bewegungen leckt es schon ganz gut. Du sollst die auch nicht lecken, du sollst sie essen. Ich lecke aber so gern. Ja, ich weiß. Jedes Mal, wenn ich irgendwie bei euch bin, das ist furchtbar. Ich habe mal zwei Steaks draufgeschmissen. Weil ich habe auch schon ein bisschen Hunger. Einen provisorischen Kannibalengrill. Das ist auch schön. Hat noch irgendeiner jemanden zum Draufwerfen? Barbecue. Wo ist der Idiot mit den brennenden Tennisbällen? Wimbledon. Achso. Wo ist Boris? Der Vogel! Oh, der Vogel fliegt da rein. Das ist ein Phönix. Der sucht hier verzweifelt. Ja, genau. So, hier ist, glaube ich, noch was zu essen. Ah, ja. Der sucht hier verzweifelt in The Forest die Besenkammer. The Boris. Seine ehemalige Babs ist ja gerade bei Let's Dance. Vogel. Vöglein. Das klang jetzt schon wieder so ein bisschen nach Rammstein. Vöglein. Irgendwo da unten muss Wasser sein. Also der See, jetzt nicht das Meer. Ich folge dir einfach. Du bist der Chef heute. Ach, scheiße, der Teich da sagt mir... Wir sind alle verloren. Markus, geh mal tauchen, Markus. So. Gehen wir mal da runter. Ja, da ist der See. Ich sag Bescheid, wenn ich das Meer sehe. Da ist Wasser, sehr gut. Da freut sich das alle, wenn er Wasser sieht. Da freue ich mich immer. Da kannst du nämlich baden gehen. Yeah. So. Am Sonntag will mein Schätzchen mit mir baden gehen. Also ich schau da hoch. Was stimmt denn mit dem Hasen? Oh Gott. Danke. Der Arme. Ich hab dir deine Trauer nie abgekauft. Klupfer ist aber in der Pfalz bei uns was anderes, ne? Also schmeckt auch besser. Was denn Klopfer? Also, Klopfer, die kleinen Fläschchen. Ach, die kleinen Fläschchen. Ja, so wie Fläumlis oder sowas. Ja, ja. Ne? Fläumlis sind bei uns was anderes. Was denn? Ah Gott! Eine Lacoste-Handtasche liegt da vor mir. Aber da ist noch so viel. Ach, die beißt noch zu viel, oder? Zu viele Zähne. Ja. Der ist von Ledermaffei. Den bringst du, glaube ich, jede Folge. Oh, ich muss noch eine. Oh, ah, Scheiße. Ich hab Ami dabei. Achtung. Ach, ich glaube Ami. Ach, oh. Ja, wo bleibt in der Ami? Oh nein. Noch? Oh nein. Ich bin gestorben. Ach, endlich. Frieren habe ich. Bin ich. Hab nie was angezeigt bekommen, dass ich friere. Aber egal. So, gleich haben wir auch 20 Minuten voll gemacht. Ja, gemacht haben wir nichts, wir sind nur rumgelaufen. Richtig. Ja, mein Gott. Ja. Damit haben wir schon wie viele Folgen gefüllt? Aber die Damen und Herren können sich entspannen, weil in der nächsten Folge passiert wirklich was. Weil wir haben ja jetzt den weltbesten Navigator, den Flo. Ach, ich dachte schon, wir haben jetzt eine vierte Person, wo dabei ist. Ja, dachte ich jetzt auch gerade, ehrlich gesagt. Weltbesten Navigator. Vielleicht schaffen wir es auch mal in der Folgenpause zu einer Höhle zu gehen. Also hier in der Nähe ist eines, hier sind sogar zwei, aber das eine ist eine feuchte Höhle. Ja, ja, die ist da unter Wasser. Ekelhaft. Ja. Naja. Ich würde sagen, während ich wieder auf dem Weg zu meinem geschändeten Körper bin. Na, nicht mehr als sonst. Ja, genau. Beenden wir die Episode denn hier. Wenn sie euch gefallen hat, wisst ihr gerne... Bist du eigentlich in dieser Episode zweimal gestorben, Lauchi? Also ich glaube sogar dreimal oder sowas.
Ich opfer mich halt gern für euch. Nee, das zeigt wieder deine Gaming-Skills. Das Opfern, das darfst du gerne öfters machen. Kann auch irgendwo stehen und mit dem Pfeil drauf schießen. Hülle suchen. Das wäre also, schon mal ein bisschen Skill, Markus. Ja, das war's auf jeden Fall mit The Forest. Ist Markus seine Leiche verarbeitet worden? Nein. Nein. Jedenfalls, ja, wie gesagt, was ist das hier eigentlich? Hör auf, irgendwelchen Dingern hinterher zu laufen und komm her. Ach, das ist eine Höhle. Willst du mich jetzt verarschen? Oh. Doch, da ist, hier ist eine Höhle. Echt? Hier ist eine Höhle, ja. Ach gut, das ist dann die Warte, Höhle. Dann komm ich zu dir. Ja, die ist in der Nähe von der Wasserhöhle. Da ist, das sind zwei Zelte drumrum. Waren wir da nicht schon mal gewesen? Eben, das frage ich mich auch gerade. Weiß ich nicht. Ich muss doch. Ah, hier kommt schon. Ah ja, und da ist auch ein Kannibale. Ja, halt die Fresse. Genau, da, guck, da geht's da rein. Hier geht's rein. Weiß ich nicht. Kannibale, halt die Backen, du Spaß, Spacko. Ich hol mir mal noch mein Zeug. Halt die. Und in diesem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich verabschiede schon mal den Prokratis. Und natürlich auch den Flo von Frischen. Stirb, du Sau! Ciao. Das reimt sich sogar. Ab jetzt was immer schreibt, so. Stirb, gut. Du Sau! Ciao. So. Ja. In diesem Sinne. Ciao, ciao. Bye, bye.